Hallo zusammen, heute möchte ich euch zeigen, warum man zwei Löwenringe auf Episch braucht. Wie ihr seht, habe ich bereits schon einen. Und jetzt mache ich den zweiten. Und für wen macht es noch Sinn, einen zweiten zu haben? Und zwar geht es hier, der Löwenring, der gibt, verstärkt den Schaden an Bossmonstern. Und wenn ihr im Kapitel 7 oder im Kapitel 14 seid und dort sind nur Bossmonster, dann braucht ihr unbedingt zwei Löwenringe. Zwei Löwenringe machen aber auch Sinn, wenn ihr in anderen Kapiteln seid, wie zum Beispiel den Kapitel 11 und dort Probleme mit einem Bossmonster habt. Dann macht es Sinn, da zwei zu tragen, um einfach das Kapitel schneller abschließen zu können. Thank you for watching, like if you want, and subscribe for more videos.